Wer macht jetzt? Ja, du bist dran. Ach so, okay. Ja, muss mich wieder mental darauf vorbereiten. Mental. Grüße euch zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Against Immer dieses. mit mir auf Tobis Kanal. Oh, jedes Mal bei diesen Against, diese. ja, das ist Against. auch der einzige Grund, warum ich das mache. Ja, schön. Ja, es ist eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde her und ich habe schon wieder keine Ahnung, was wir eigentlich letztes Mal gemacht haben. Die Seeschlacht war letztes Mal. Ah ja, richtig, Seeschlacht. Ja, wo ich phänomenal verloren habe, wie zu erwarten. Ja, und ich bin jetzt dran und jetzt ist die Überlegung, wo gehe ich als nächstes hin? Wo ist meine Spionin? Die war doch vorhin hier oben irgendwo. Die ist diese Runde schon gelaufen. Ach so, ich glaube es, ich konnte gerade gesehen, hier in Epidamnos würde noch was. Oh. Kann ich eigentlich schon wieder abgeben an den lieben Tobi und an die komplette andere Erdbevölkerung. Oder Rom und dann Karthago und dann. Komischen britischen Barbarenvölker. Die hungrigen Hunde Gallische sind überall. Ihr Konföderation. kluger Mann Er versperrt. will nicht Angriffspakt mit mir, okay. Die schauen aber weit in die Zukunft. Die haben wahrscheinlich schon gecheckt, so, oh shit, der hat bis jetzt alles auseinandergenommen. Ja, ich gehe über Indien, Japan, England, Amerika zu denen dann. Wow. Und kommst dann erst zu mir. Genau. Das wird dann so ein 1000 Folgen von. Genau. Wir treffen in Folge 100 aufeinander und dann in Folge 1000 sind wir immer noch nicht fertig. Jetzt stirb endlich! Oh, gut. So. Ach so, okay. Der hat es doch nicht gespeichert. Der hat es doch nicht gespeichert. Was hätte nicht gespeichert? Also, ich mache jetzt wieder genau dasselbe wie letzte Runde quasi. Also der Heißt, die hat die. Seeschlacht war noch gar nicht? Genau. Nee, die Seeschlacht, warte. Doch, die Seeschlacht war schon. Aber, Ach so, aber er hat deinen Fortschritt nicht gespeichert. genau, ja. Warte, doch, das hat er. Ich bin gerade durcheinander, was er jetzt gespeichert hat und was nicht. Aber egal. Nur die Hälfte gespeichert von ihm. Oder du hast einfach nur halb so viel gemacht, wie du gedacht hast. Nee, also die Spionin war schon bei Nicomedia. Und der war auch Irgendwie schon. heute ist so ein bisschen. Gar nicht Okay. wahr. Ja, gut, Leugnen also ich und. meine. Wie nennt man das? Leugnen und Rufmord? Irgendwie so. Also ich bin in Pulpudewa, bin ich jetzt gerade bei minus 97 öffentlicher Ordnung. Ich habe immer noch minus 1. Ah, okay. Also in, warte, was ist das für eine Provinz? Arabia Flexis, bin ich bei minus 82 und habe jetzt zum Glück plus 1 bekommen. Arabia Flexis. Ja, das ist ganz, ganz weit im Süden. Ja, ich hab's schon gefunden. Arabia Flexis. Ja, da wird rumgeflext und so. Der war zu schlecht. Gut, Hey!
Ich hab ja sogar schon ein Dorf von dir gefunden. Warte, mit dem. Stimmt, die Hansel. Ja, ja, die Hansel von Trieben stehen noch in Alexandria. Die kommen jetzt aber nach Norden. Nein, ich habe die 501. gefunden. 501. Syrien, ja. In Antiochia. Du weißt ja besser Bescheid. Ah, da. Ah, weil wir haben einen Handelsvertrag, kann das sein? Ja, ja. Ah, dann liegt's daran. So. Jetzt sind sie versteckt in der anderen Stadt. Jetzt siehst du sie nicht mehr. Gut. Wo sind sie nur hin? Ja, ich weiß es auch nicht. So dämlich. Gut. Dann bist du dran. Wuhu! Oh ho 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 ho. Was war das denn? Mit eurer Macht wächst auch das Bedürfnis, eure militärischen Fertigkeiten und zivile Infrastruktur zu entwickeln. Was ist eurem Volk wichtiger? Ja? Hene ist gestorben! Wer ist gestorben? Die Oma von meinem Jüngsten. Die Oma. Nein, das ist ja tragisch. Ja, und die Frau von meinem Basileus. Ja. Mach ihn eine neue Frau. Lass ihn nochmal heiraten. Ah, spartanische Abtrünnige wurden vernichtet. Wo auch immer die waren. Genau, wahrscheinlich war das irgendein Doch. Ich glaube, ich hatte irgendwann schon mal ein Schiff irgendwo an Arsch der Welt gesendet. Und für solche Kacke benutze ich ja immer die anderen Fraktionsanführer. Genau. Und dieses eine Kackschiff... Ja, ist abtrünnig geworden und ist dann verhungert. Genau. Voll gemein hier. Verdient, wer sich gegen mich stellt. Naja, wer sein Leben lang auf hoher See verbannt wird, da würde ich auch abtrünnig werden. Hey, es hat niemand gesagt, dass er verbannt wurde. Wurde in den glorreichen Dienst für Sparta. Ja, am Arsch der Welt. An den Arsch der Welt geschickt, ja? Glorreicher Dienst. Ja, wortwörtlich glorreich und Arsch der Welt, ne? Wow, war der schlecht. Ah, oh, schön. Das ist echt Applaus wert. Aber nur fast. Ja, genau, einen kurzen, spontanen. Genau. So. Hat jetzt da. Ah, nee. Ja, darf noch. Laufen! Run! Bitch! Du hast eine sehr traurige Lebenseinstellung. Pixie so. Im Dienst für Sparta. Oh je. Irgendwo hin. So nach Odessus. Und dann kommt sie so, oder so weit wie sie halt gehen kann, bleibt sie stehen und sagt: Nur Arbeit, kein Vergnügen. Ja, die Arme. Tut mir ja schon ein bisschen leid. Ja, aber nur ein bisschen. Ja, ein bisschen. Rom ist dran. Boah, hoffentlich zofft ihr euch mal. Also Sparta ja, und Rom. Und ich? Ja. Er ist safe, ich will Italien. Das ist gut. Ich will mal gegen, also mit Römer gegen dich kämpfen, also mit Sparta. Oh, schon wieder eine Seeschlacht. Fühlst du dich bereit? Ja! Gut, dieses Mal steht's ja für dich besser. Ja! Nein! Oh.
deutet immer noch nicht, dass ich irgendwas ausrichten kann. Ja, aber das ist meine Hoffnung. Ja, darauf erstmal ein Keks. Okay, verdammt, ich habe keinen Keks. Ich komme mal kurz bei dir vorbei. Ich esse einen für dich, bitte. Oh nein, es regnet. Dammit. Unfair, ich sehe es noch gar nicht. Ja. Dafür halt habe ich einen Keks und du nicht. Die Küste hier sieht ja fast so aus wie die Kreidefelsen von Britannien. Ah, egal. Okay. Bereit. Woher, wo kommen denn deine, kommt denn deine Verstärkung? Sag ich dir nicht. Ach du Blödmann, Sack. Jetzt jetzt anzeichnen können, aber es nähert sich feindliche Unterstützung. Natürlich wieder von der Seite, ne? Das ist doch mal doof. Da war alles Fernkämpfer. Na gut. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unser General wird angegriffen. What? Hat einer wenigstens Schaden genommen? Ja. Lol, was ist das denn für ein Gefühl jetzt? Nein. Soll es hängen? Die Männer wanken. Ah, Mist. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine gesamte Einheit ist... Aha! Aha! Oh. Ich habe den Eindruck, es ist nicht klug. Yes. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Auf deine Schiffe von der Seite zu schießen. Auf dein Schiff frontal drauf zu fahren. Also auch wenn ich drauf fahre. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, also es macht dir ein bisschen Schaden, aber je nachdem wer krasser drauf, also wer schneller drauf fährt, bekommt mehr Schaden. So, 3 gegen 2 hier. Dich lang. Also auf jeden Fall musstest du aber ordentlich einstecken. Und ich check zumindest langsam das System von Seeschlachten. Mhm. Was eigentlich nur wichtig ist, den Gegner in irgendeiner Weise wegzurammeln. Der Rest ist egal. Rein theoretisch ja. Randa! Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Aber jetzt bin ich doch fett auf dich drauf gefahren. Ich habe extra Boost benutzt. Ja, aber also die Fernkampf-Triere ist nicht so stark wie die Nahkampf-Triere vom General.
Bam. Gut. Aber hey. Aber. War deutlich besser als letztes Mal. Das auf jeden Fall. Ja, eine Einheit, 109 Kills. Ich find's aber schade, dass wenn man rammt, bekommt man die Kills nicht. Ja. Das ist ein bisschen, naja. Blödi. Steigen dann deine Truppen auch nicht so schnell auf? Doch, das schon. Das schon. Weil dann wäre es wirklich blöd. Ja. Oh, cool. Da kommt eine Vollstack-Armee. Ich glaube, meine Flotte ist im Arsch. Ich unterbreite dieses Angebot nach dem Willen. Nö. Das ist mir ein bisschen Freundschaft zu viel. Da wollte gerade militärischen Zugang und ich so, Was will denn Knossos? Nicht Angriffspakt. Schon wieder. Wollte er. Hätte er wohl gern gehabt. Hm. Die Perser wollen mir eine Siedlung wegnehmen. Also die ich noch nicht eingenommen habe, aber die ich jetzt einnehme. Na dann. Machen wir automatisch. Hoppla, hoppla. Stürmisch, mein Lieber. Automatisches Gefecht, was? Bing! Wolfpack, Level 4. Schön. Schön, schön. Bei mir steigt langsam das Einkommen. Ja? Ja, weil halt jetzt die Städte, die ich gerade eingenommen habe, zufriedener werden langsam. Das ist cool. Oder zumindest weniger zunehmend unzufrieden, was ich fast nicht mehr möglich. Also ich meine, 2 Punkte hätte ich noch auf, glaube ich. Ah, sie sind sogar immer noch nicht deutlich zufriedener. Und ich meine, die werden jetzt dann auch wieder massiv unzufrieden werden, weil ich dann halt, nachdem ich noch 2 Städte einnehme. Ja, das ist wahrscheinlich. Außerdem gehe ich dann mit meinen beiden Einheiten aus der aktuell eingenommenen Provinz Teil raus. Dann geht das natürlich auch wieder massiv nach oben. Ich würde eigentlich gern noch eine weitere Armee aufstellen. Aber das Geld dafür habe ich noch nicht. Naja, kannst ja langsam aufbauen. Oder meinst du, das Einkommen hast du noch nicht? Ja, genau, das Einkommen. Ah ja, okay. So, weil ich will nebenher halt auch immer meine Infrastruktur und so weiter aufbauen. Gut, das sieht doch noch nach viel Spaß aus hier. Wo ist die? Ja, die schaut mal nach unten. Ich bewege mich unbemerkt. Ja. Schade. Diesmal sollten wir die Folge nicht wieder zu krass überziehen. Also wir sind schon kurz vor Ende. Ja. Ich glaube, 10 vor haben wir die angefangen oder so. Wir nehmen gerade 20 Minuten auf. Oh. Das sag ich ja. Ja. Ja, ich mache hier noch kurz fertig, das dauert nicht mehr lang. Und dann, ja, mach mal Schluss. Oh, die hat minus. Die hat minus 3, das ist allerlei. Was? Bei ganz viel.
wer die 501. Das war ja mal wieder klar, dass meine Hauptarmee die Level 9 ist, also fast volles Level hat, bekommt einen gegnerischen General plötzlich. Oder der hochdekorierte General wird abtrünnig. Ja. Ach. Du. Da muss man am Ende seine eigenen Armee auch behindert. Ja, das, ja. Am besten ist es dann, wenn man in eine Schlacht geht und den General dann tötet. Aber das ist halt schade, weil der hat 2, 4, 6, 8, 9 Sterne. Der ist halt richtig gut. Telefon. Okay, warte. Ist sowieso jetzt fertig. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ich muss ans Telefon. Bis gleich.